Dr. Thomas Stähelin, wo Sie am 29. September 2022 den Vertrag mit IBM New York unterschrieben haben, Sie sozusagen die Tür geöffnet für die Gründung von Quantum Basel. Das war zu einem Zeitpunkt, gewesen, was Uptown Basel schon ein paar Jahre gegeben hat. Dass Sie zu diesem Zeitpunkt Potenzial von Quantentechnologie für das Projekt erkannt haben, ist das für Sie ein logischer Schritt gewesen oder ein gedanklicher Quantensprung? Ich glaube, ehrlicher, ein gedanklicher Quantensprung. Kann ich mir genau vorstellen, was das wird bringen und wie geschwind es das bringt und mit welcher Dynamik es das bringt? Antwort nein, alles andere wäre ein Lug. Jetzt feiern wir heute den ersten Geburtstag von Quantum Basel. Sie sind Investor. Wie glücklich sind Sie denn mit dem ersten Jahr von dieser Unternehmung? Also da ist natürlich eine vielschichtige Frage. Einerseits kostet Quantum Basel Schweizer Franken, die man muss anlegen muss. Wir betrachten das aber als Investition in Zukunft. Von dem her ist das ein richtiger Entscheid. Und wo ich mich heute gefragt habe, wir haben ja das Kaminfeuergespräch gehabt, wo stehen wir eigentlich, habe ich müssen sagen, es ist super, was läuft. Es ist viel geschwinder gegangen, es ist viel dynamischer geworden, als wir je gedacht haben. Super. Weiss ich, wo es letztlich anführt? Nein. Werden wir immer die Spitzenposition können haben? Nein. Andere haben viel tiefere Geldsäcke. Aber wir müssen, und das habe ich heute auch gesagt, wir müssen schauen, dass wir immer das übernächste Ziel schon im Visier haben. Wir müssen immer den Competitive Advantage haben, sonst können wir nicht gut bleiben. Herr Hans-Jörg Fankhauser, Quantum Basel wird heute eins. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Erwartungshaltung von vor 12 Monaten, wie ist die gesehen und sind die Erwartungen erfüllt worden? Absolut, die sind natürlich übererfüllt worden. Gespürt ist ja das nicht ein Jahr, gespürt sind das mindestens 3 Jahre. Die Erwartungshaltung war, dass wir aufschlagen können im Thema Quantentechnologie. Wenn wir das sehen, wo wir heute stehen, ist ja das unglaublich, als wir da angekommen sind. Und das Geburtstagsfest, Thomas Stächeli hat das vorher gesagt im Interview, wir haben keine Ahnung gehabt, wirklich nicht, wo wir da werden stehen. Aber wir sind auf den Weg gegangen. Und das ist das Zentrale. In der heutigen Zeit stehen bleiben und denken, ja, man schaut einmal den anderen zu, wie sie an einem vorbeirennen. Das sollte man jetzt nicht gerade machen. Das kann man vielleicht in ein paar Jahren wieder machen. Aber jetzt ist es einfach laufen, mitlaufen, Ideen mitnehmen und probieren, die ganze Geschichte auch mitzuprägen. Und das probieren wir hier. Und wir haben mit dem Tommy Bogdan einen, der das, glaube ich, einfach im Blut hat. Das, ich kann es wahrscheinlich im Duden nachschauen und dann kommt gerade sein Name für diese Sachen. Ein riesen Glücksfall. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein riesen Glücksfall für Uptown Basel. Ein riesen Glücksfall für uns alle. Und nicht dort können sein, wo er ist. In seinem Drive. Lars Böhm, Sie kommen von der IBM und mich würde interessieren, was macht Quantum Basel so einzigartig und so wertvoll als Partner? Ja, ich denke, das Erste ist auf jeden Fall die Verbundenheit zur Region. Damit ist es auch gestartet. Das Zweite ist das Netzwerk, was Quantum Basel hier wirklich aufbaut, aus der Region heraus. Sowohl mit kleineren, innovativeren Startups als auch mit größeren Unternehmungen. Und das Dritte ist, dass es wirklich ein Nukleus ist, auch für Talente. Ja, das heißt, es gibt Quantum Researcher, es gibt AI Scientists auf einem kleinen Raum, aber auch connected zu großen Companies, wie zum Beispiel IBM. Und das macht es enorm spannend und dynamisch, mit Quantum Basel zusammenzuarbeiten. Jetzt feiern wir heute den ersten Geburtstag von Quantum Basel. Sie haben Zeit gehabt, die Firma vielleicht in den letzten paar Monaten zu beobachten. Wie würden Sie die Entwicklung von Quantum Basel im ersten Jahr beschreiben? Definitiv gewachsen. Ich kann mich erinnern, wo wir mit Quantum Basel am Anfang zusammengearbeitet haben, waren wir in einem anderen Gebäude, da haben wir Desk-Sharing gemacht. Jetzt hat es mehr Platz gegeben, aber es hat natürlich auch mehr Skills gegeben und mehr Leute, die reingekommen sind und dadurch auch mehr Power und mehr Impact. Dr. Frederik Flöter, Quantum Basel wird heute eins und Sie haben einen grossen Teil dazu beigetragen. Was für Weichen sind in den letzten Monaten gestellt worden, die jetzt Türen aufmachen für das zweite Jahr Quantum Basel?
Also ich glaube, es ist eine ganze Reihe von Weichen. Das ist nicht nur Technologie, klar die auch, dass man dort wichtige Partnerschaften hat, aber man braucht schlussendlich auch die richtigen Leute. Und wenn man schaut, vor einem Jahr, also ja, es wird eins, hätte es noch niemand gehabt. Jetzt haben wir ein Team von tollen Quantum Scientists, Data Scientists, Strategists, Leute, die sich ums Business Development kümmern. Also man braucht da wirklich die richtige Mischung von Leuten, die für das brennen, die das Gesamtkonzept auch verinnerlichen von dem Campus und dann gemeinsam an dieser Vision arbeitet. Das Tempo von Quantum Basel ist doch bemerkenswert. Zu welchem Zeitpunkt, wo Sie bei Quantum Basel arbeiten haben, ist Ihnen das aufgefallen, was Sie gemerkt haben, oh, die Firma, das Unternehmen, das legt ein gewisses Tempo an den Tag? Ich glaube, das ist mir schon aufgefallen, als ich das allererste Mal davon gehört habe. Und zwar war das vor ungefähr 2 Jahren gesehen. Und dann habe ich gehört, da gibt es ein Real Estate-Projekt und das hat die Vision, irgendwann mal den Nobelpreis zu gewinnen mit dem, was da entsteht. Und ich habe gedacht, das ist ehrgeizig. Und natürlich braucht es auch einen gewissen Speed dahinter. Und klar, als ich es dann begleiten haben durfte, sowohl in meiner vorherigen Rolle als auch in Vollzeit als Teil von Quantum Basel, ist das etwas, was mich immer gereizt hat, also dass man wirklich vorwärts geht und sich da nicht aufhalten lässt. Ja, und da ist schon Herr Bogdan. Ich habe gedacht, ich kann es mir nicht noch lassen, Ihnen auch noch eine Torte zu bringen und Ihnen zu gratulieren zum ersten Geburtstag von Quantum Basel. Und ich würde sagen, jetzt ist es Zeit, um das Kerzchen auszublasen und vielleicht auch noch einen Wunsch in Gedanken mal noch zu äußern, wo Quantum Basel dann im zweiten Jahr hingehen kann. Sehr gut. Und Wünsche, die verrotet man ja nicht. Wegen dem frage ich Sie jetzt etwas anderes. Und zwar, tun Sie als CEO ja Quantum Basel leiten, führen, haben eine Strategie im Kopf und Sie haben es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten, dass Quantum Basel international nicht nur bekannt ist, sondern bei allen grossen Playern vertreten ist und sogar partnerschaftlich vertreten ist. Wie haben Sie das geschafft? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber ich glaube, der Glauben, dass wir das Richtige machen. Der Hintergrund, dass man weiss, Technologie, Strategie, auch das Umfeld da stimmt, das erlaubt einem schnell vorwärts zu gehen. Und dank Thomas Stählin dürfen wir auch das Why Not-Denken da haben. Wir fragen uns nicht, warum sollen wir das machen, sondern warum nicht. Und ich glaube, das sind wichtige Punkte. Wenn wir den Blick jetzt mal von außen nach innen legen, was sind die internen Erfolgsfaktoren von Quantum Basel? Ich bin vorher jetzt anlässlich von dem einjährigen Jubiläum gefragt worden, oder, auf was bin ich am meisten stolz. Man kann sagen, klar, du hast Interview im Forbes Magazine, man ist im Wall Street Journal, Financial Times, McKinsey macht mit uns ein Projekt, wir haben die ersten Kunden, die vielleicht einmal in Produktion gehen. All das ist wunderbar. Aber das, was mich wirklich stolz macht, ist, dass wir es geschafft haben, so ein Team aufzubauen, das das unterstützt. Wir haben Leute hier in Quantum Basel, in der Unternehmung, die von ganz Weltfirmen gekommen sind, vom CERN, vom Goldman Sachs, von IBM, die quer durch zu uns gekommen sind, weil sie hier gesehen haben, da ist der North Star, wo sie ihre Karriere ausrichten können. Und das macht mich stolz.